Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht los mit der ersten Bastelidee von meiner 100 Euro Bastelbedarf Challenge. Ich werde hier nur Folieprodukte verwenden, in Anführungszeichen, und zwar alle die ich euch im allerersten Video gezeigt habe. Das Video verlinke ich euch oben, da könnt ihr euch gerne die Produkte nochmal ansehen. Ich werde aber auch noch, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Glitzersteinchen brauche oder selbstklebende Strasssteine, hätte ich ja auch bei Folia teilweise bestellen können, ich wollte es aber da nicht übertreiben, weil ich die ja da habe und von dem her dachte ich mir, die Sachen nehme ich dann dazu. Ich nehme auch diese Papiere dazu, die hatte ich von Folia aus der Winterkooperation letztes Jahr. Das nehme ich meistens so als Untergrund zum Fotografieren, weil da auch manche fragen, wo sind denn die her? Also die sind auch von Folia und da ich ja dann im Winter nicht mehr basteln konnte aus gewissen Umständen, habe ich mir gedacht, nehme ich die jetzt mit dazu. Und weil hier diese Matte war ja auch von Folia und weil das ja kein Bastelbedarf ist, was ich jetzt mit verbasteln kann, dachte ich, ist das ein guter Ausgleich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel doppelseitiges Klebeband und sowas brauche, hatte ich glaube ich auch bei Folia bestellt, aber ich glaube, das war nicht lieferbar. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also wenn so Sachen sind, wenn ich irgendwas verzieren möchte oder so ein Capuchon brauche oder irgend sowas, dann nehme ich natürlich auch von meinen normalen Sachen mit dazu. Die Challenge wird so lange gehen, bis ich die Hauptmaterialien alle aufgebraucht habe. Also Papiere, das Washi-Tape und so weiter. Und heute starten wir mit der ersten Idee. Wie soll es anders sein? Eine Kartengestaltung. Ich liebe es derzeit, Karten zu gestalten. Und von daher fangen wir mit einer Kartengestaltung an. Auch hier wird es so sein. Ich habe ja hier nur in Anführungszeichen 5 Karten und 5 Karten. Die werden ja ganz schnell aufgebraucht sein, denke ich mal. Und auch da werde ich dann halt von meinen Kartenrohling was nehmen. Ne? Also nicht zu ernst sehen. Nicht, dass ich dann die Diskussion jedes Mal unter dem Video habe. Und jetzt suche ich mir die Bastelsachen mal raus. Und dann starten wir heute mit der ersten Bastelidee. So, was benötige ich für meine erste Idee? Ich brauche einmal diesen Block. Ich habe jetzt, wie eigentlich in dem Video angekündigt, die Produkte nochmal einzeln in Videos vorzustellen, darauf verzichtet, einfach weil ihr die ja hier genau in diesem Video seht. Deswegen dachte ich mir, lasse ich das einfach wegfallen und hier blätter ich das Ganze nochmal durch. Das ist jetzt der Block, mit dem ich arbeite und ihr habt schon gesehen, hier war schon was weggeschnitten. Und zwar werde ich mit diesem Papier arbeiten. Das brauche ich gleich auch nochmal. Und zwar aus dem Hot Foil Design Papiere. Sehr, sehr tolle Papiere. Und da habe ich mir ein kleines Herz ausgestanzt. Und zwar, was jetzt nicht von Folia ist, weil Folia hat keine Stanzform, von Sizzix. Dann habe ich mir aus diesem Papier, das ist ein Traum, ne? Ich liebe diese Papiere, ja, ein größeres Herz ausgestanzt. Ich brauche zudem Washi-Tape und zwar habe ich mich diesmal für diese Variante entschieden. Ich werde, glaube ich, auch alle 4 verwenden. Ich habe mir die grauen Briefumschläge genommen. Ich habe mir die Breads and Ribbons genommen und von Folia den Klebestack. Und dann würde ich sagen, dann beginne ich mal. So, bei diesen Doppelkarten von Folia ist es ja so, dass hier der Umschlag noch dabei ist und dann noch so ein Einlegeblatt, habe ich jetzt wieder weggeräumt, wo man dann halt was draufschreiben kann. Das finde ich auch sehr, sehr toll. Na, wo haben wir es? Und die könnte man theoretisch auch gestalten, wäre dann aber ein weiteres Video. Heute geht es nur um die Karte und ich denke mal, das werden dann die nächsten sein, wo ich dann vielleicht was drehe. So, was machen wir? Wie gesagt, ich fange zuerst mit dem Papier an, was ich mir zurechtschneiden möchte. Und zwar nehme ich das aus diesem Papierblock. Wo habe ich es? Hier. So, ich werde das nehmen als Untergrund. Das schneide ich mir jetzt so zurecht und ich achte natürlich auch darauf, dass ich so sparend wie möglich das alles schneide, damit ich so viel wie möglich basteln kann. Ich habe hier eine Größe von 10,5 × 15. Dann mache ich 10 × 14,5, damit ich so einen kleinen Rand habe.
Wenn ich das gemacht habe, kommt mein Washi-Tape zum Einsatz. Ich werde alle vier Rollen machen. Und zwar werde ich die mir hier auf die Seite kleben, versetzt. Also mal ein bisschen mehr vor, mal ein bisschen zurück, mal übereinander. Also nicht jetzt akkurat, sondern so kreuz und quer. Wenn ich das gemacht habe, setze ich mein Lineal genau hier an der Schnittkante von dem Papier an und mache einen ganz leichten, feinen Schnitt, damit das Washi-Tape da gerade abgetrennt ist, weil ich ja diesen grauen Rand noch haben möchte. Wenn ich das fertig habe, benötige ich meine beiden ausgestanzten Herzen. Jetzt nehme ich hier diese Klebepads. Dann bringe ich das hier auf das Washi-Tape drauf, wo es am besten aussieht. Entweder hierhin, hierhin, hierhin. Ich werde es aber hierhin machen. Jetzt nehme ich mir hier die Bread. Ich habe gedacht, das passt vielleicht farblich. Das kann ich aber erst so richtig sehen, wenn ich es ausgepackt habe. Wir schauen mal. Weil das wollte ich eigentlich hier in die Mitte kleben. Zumindest reinstecken. Das geht aber nicht. Also ich wollte das ankleben. Es sind ja Preds, die man hinten zumachen kann. Ich wollte das aber so durch hinten abknipsen und dann hier drauf kleben. Dann lasse ich das so. Sieht ja schon schön aus. Oder mache ich das hier oben hin. Aber das ist so ein nur leichtes Rosa. Das wäre so das Einzige, was passen würde. Nee, das reicht. Das reicht vollkommen. So, meine Guten, die erste Karte ist gestaltet. Natürlich hätte ich hier noch alles Gute und so mal hinmachen können. Ich hatte überlegt, das mit den Rubbelding zu machen. Finde ich aber persönlich, passt das Schwarze nicht dazu. Das würde die Karte so ein bisschen kaputt machen. Das ist jetzt meine Meinung. Ich wollte jetzt auch nicht noch hier irgendwelche Ausstanzungen zu viel machen. Das reicht vollkommen. Hier ist das Blatt, was das Einlegeblatt. Das könnten wir theoretisch auch nochmal machen. Dann würde ich jetzt einfach, damit das passt, würde ich jetzt hier oben und unten einmal das Washi-Tape hinmachen. So. Hier oben klebe ich mir die Ecken noch fest, weil ich da nämlich nicht mit dem doppelseitigen Klebeband das richtig bündig gemacht habe. So, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Also was man mit Washi-Tape so bewirken kann, ist echt sehr, sehr toll. Oder was sagt ihr? Schön, oder? So, meine Guten, das war's. Das war die erste Idee mit Folia-Produkten. Die zweite Idee, denke ich mal schauen, dass ich vielleicht den Umschlag gestalte. Das gehört ja auch dazu. Mache ich ja auch total gerne. Könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, ne? Habe ich ja auch mal gemacht mit so vielen Sachen. So, meine Guten, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann hoffe ich bis zur nächsten Bastelidee-Challenge. Also bis dahin, tschüss, eure Katrin.